Früh am Morgen rief Norton an. Ich bat ihn, mir eine Grabstelle zu suchen. Er entgegnete, »Das wird was kosten. Nicht nur Geld, ich brauche deine Hilfe.« »Erzähl. Die Brixton-Brunde. Da ist keiner scharf drauf.« »Ach was, ich hab gedacht, das ist ein Kinderspiel, Geld eintreiben. Morgen Abend, Mitch, ich hol dich ab.« Als mich Norton am darauffolgenden Abend abholte, war er nervös. Ich stieg in den Transporter und er sagte, »Ich hab das Grab. Du musst dich hier melden.« Er gab mir einen Zettel mit der Adresse. »Danke, Billy, ich weiß das zu schätzen.« Ich sah mich im Transporter um, fragte, »Kein Red Bull? Das ist heute was anderes. Wie kommt's?« »Kanarisch werden, das macht keinen Spaß.« In Brixton war einiges los. Die Straßen voller Leute, fast wie bei einem Volksfest. Ich fragte, »Meine Güte, ob da überhaupt jemand zu Hause sein wird?« Er nickte finster. »Ja, die Frauen. Samstagabend, die Männer machen auf dicke Hose und die Frauen hängen vor der Glotze, gucken Quizshows.« Wir parkten in der Nähe eines Hochhauses, abseits der Cold Harbor Lane. Norton reichte mir die Sporttasche, sagte, »Baseballschläger. Also wenn's brenzlig wird, renn so schnell du kannst, kapiert?« »Klar.« Wir stiegen aus, gingen an einem Müllcontainer vorbei und betraten das Gebäude. Bei den ersten Wohnungen lief alles okay. Norton kassierte zwei ab und ließ sich von den anderen die Mietverträge geben. Wir arbeiteten uns bis zum zweiten Stock runter. Norton war schreckhaft wie eine Katze. Ich fragte, »Was? Läuft doch gut, oder?« Er sah sich immer wieder um, sagte, »Noch sind wir nicht draußen.« Wir verließen eine Wohnung im zweiten Stock. Norton vorne, ich hinter ihm. Draußen standen sechs Schwarze in schwarzen Anzügen, weißen Hemden und mit auf Hochglanz polierten schwarzen Schuhen. Einer stand vorne, die anderen militärisch aufgereiht hinter ihm. Norton sagte, »Scheiße.« Ich fragte, »Nicht gut?« Er schrie, »Lauf!«